Dieses tolle Hautserum machen wir heute. Es ist ganz einfach und für alle mit Akne, mit geröteter Haut, mit trockener Haut, mit juckender Haut. Es ist eine Wohltat und es ist ganz einfach herzustellen. Hallo ihr Lieben, guten Tag, hier ist Olala und Solala und ich möchte mich heute um ein Thema kümmern, das euch sehr bewegt und zu dem ihr mir wahnsinnig viele Kommentare und Fragen schreibt. Es geht immer wieder um ein schönes Hautbild. Also primär schreibt ihr mir gar keine dollen Fragen dazu, wie kann man Falten loswerden, aber ihr habt natürlich viele Fragen dazu, wie ihr mit Hautunreinheiten und großen Poren und einer nervösen, gereizten und juckenden Haut klarkommen könnt. Vorab möchte ich sagen, wir machen heute ein Hyaluron Gesichtswasser, Gesichtstonic, das ganz viele Problematiken bedienen kann. Aber ich möchte euch natürlich auch sagen, dass ich glaube, weil ihr wisst ja aus vielen meiner Videos, ich sehe das immer das große Ganze. Und die Haut ist ja unser Organ, eins der größten Ausscheidungsorgane. Das heißt, es kommt schon auch immer ein bisschen darauf an, wie ihr lebt, was ihr esst. All diese Sachen spielen natürlich bei einem Hautbild auch eine Rolle. Und da gebe ich euch ja immer auch ganz viele Tipps zu Rezepten und zu Inhaltsstoffen, wie man sich am besten ernähren soll. Und dann glaube ich eben auch noch, was wirklich gut ist für unsere Haut. Ihr wisst ja, dass ich euch das schon so oft gesagt habe, dass unsere Haut ja ein Ausleitungsorgan ist. Das bildet ja Sachen und da sammeln sich ja Sachen, die raus möchten. Also wie halt Talg, wie dann Eiter mit Bakterien zusammen, kleine Pickeln und Pusteln machen, Mitesser und all diese Sachen. Ich drehe hier nur so ein bisschen runter, weil ich bin schon am Köcheln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Haut mit viel Feuchtigkeit versorgen. Das wisst ihr auch, wenn ihr mal im Urlaub seid und ihr seid in Gebieten, in denen die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Oder auch bei uns, wenn im Sommer die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann ist unsere Haut einfach entspannter. Weil natürlich die oberste Hautschicht dann nicht so trocken ist, dass die Sachen, die eigentlich raus wollen, gegen eine Mauer laufen und sich dann sammeln. Und dann gibt es diese Ablagerungen. Und wenn wir also der Haut die Möglichkeit sowohl von innen als auch von außen bieten, dass sie geschmeidig bleibt, dann kann sie auch besser den Talg und so ganz natürlich loswerden. Deshalb habe ich hier heute für euch ein, wie ich schon gesagt habe, Gesichtswasser, ein Tonikum mit Hyaluron. Ich nehme dazu Hydrolate. Also ich nehme jetzt heute das von der Hamamelis und von der Myrte. Die Myrte ist ein Schönheitswasser, ein Hydrolat und die Hamamelis ist entzündungshemmend und beide sind porenverfeinernd und klärend und reizen die Haut überhaupt nicht, sondern beruhigen sie auch zudem. Und zum anderen nehmen wir Hyaluron. Da habe ich hier zwei unterschiedliche, einmal niedermolekular und einmal hochmolekular. Dazu habt ihr mir auch eine ganze Menge Fragen gestellt. Die Sache an sich ist recht einfach. Hyaluron ist dieser Bestandteil, der unsere Haut durchflutet. Hyaluron ist ein Zuckermolekül, ein Polysaccharid. Und es hat durch seine ganz spezielle Struktur die Möglichkeit, in seinem Gebilde Feuchtigkeit zu speichern. Das haben wir fast überall in unserem Körper. Wir haben es in der Haut, wir haben es in unserem Glaskörper des Auges, wir haben es in den Bandscheiben, wir haben es in der Gelenkflüssigkeit. Und da gibt es jetzt, was ihr kaufen könnt, eben das Nieder- und das Hohe. Das Niedere, das ist feiner und das geht mehr in die Hauttiefe. Und das Hochmolekulare, das bleibt eher auf der Hautoberfläche. Beides in Kombination macht natürlich was ganz Tolles. Durch dieses Tonic, durch dieses Gesichtswasser, durch dieses Serum befeuchtet ihr die Oberfläche und habt sie feucht. Und dadurch kann natürlich das, was tiefer in die Haut soll, was also auch die Haut von der Tiefe her befeuchtet, auch tiefer eindringen. Also in Kombination sind beide letztendlich am allerbesten. So, ihr Lieben, jetzt fange ich mal an, hier rum zu brauen. Also, um dieses Gel zu machen, braucht ihr nicht viel. Ein paar Utensilien. Arbeitet bitte immer ganz besonders sauber und achtet auf die verschiedenen Zusammenstellungen und auch die Temperaturen. Ich habe also hier ein Hamamelis-Destillat. Ich habe euch schon mal separat über die Hamamelis ein ganz eigenes Video gemacht, auch wie ihr Teekompressen machen könnt.
Von diesem Destillat nehme ich jetzt einfach mal 50 Milliliter. Reinstes Destillat, hier ist kein Alkohol drin. Ich würde vielleicht auch gerne noch, während wir das machen, erwähnen. Gerade wenn ihr Hautunreinheiten habt und ihr seid unglücklich über eure Pickel oder so, dann wird meistens sehr aggressiv an diese Haut rangegangen. Da wird dann mit alkoholhaltigem Gesichtswasser gearbeitet, da wird dann mit ganz aggressiven Reinigungen gearbeitet und dann wird eure Haut ja immer noch trockener und noch härter und dann kann sie im Prinzip ihrer Arbeit nicht nachkommen, nämlich dem Ausleiten. Dann wiederum, was natürlich dann auch noch den Teufelskreis ganz rund macht, ist, dass man es dann versucht abzuschminken, dann ist da wieder eine Barriere. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir zum einen von innen, aber eben auch von außen gut zu unserer Haut sind und ihr viele Nährstoffe und viel Feuchtigkeit bieten. Also ganz, ganz wichtig, ja? So, also das war unser Hammamelis-Wasser und jetzt nehme ich von dem Myrte-Destillat und ich fülle das jetzt auf. Insgesamt nehme ich 90 Milliliter. So, wunderbar. Das haben wir jetzt. Damit wir das Hyaluron dann da besonders gut drin auflösen können, stellen wir das jetzt in ein Wasserbad. Dieses Destillat, also dieses Destillatgemisch, Hydrolatgemisch, muss jetzt nicht aufkochen, aber es sollte eine gute Temperatur haben, damit dann einfach die Hyaluronpulver, die ich hier habe, einmal nieder- und einmal hochmolekular, besser aufgenommen und vermischt werden. Ihr wollt nicht, dass sich Klümpchen bilden. So, das Wasser hier fürs Wasserbad, das kocht jetzt. Ich drehe meine kleine Herdplatte hier ein bisschen runter und lasse das Hydrolat jetzt da aber noch ein bisschen drin, damit es nicht kocht, aber eben schön warm ist. Und dann werden wir uns an die Verteilung machen. Ich habe jetzt hier auf die 90 Milliliter mich für 0,5 vom Hyaluron entschieden. Ihr könnt diese Hyaluronpulver in so ganz, ganz kleinen Mengen kaufen, 1 Gramm. Es geht nicht darum, dass ihr auch diese überdosiert. Eine Überdosierung von dem Hyaluron tut euch wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt besonders gut, denn wenn da zu viel drin ist, dann gibt es eher so einen schlangenpapierartigen Film auf der Haut. Und jetzt fangen wir ganz langsam an und geben hier das Hyaluronpulver immer mit dazu. Sollten es kleine Klümpchen werden, was durchaus passieren kann, denn Hyaluron hat ja als Polysaccharid die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu binden. So, jetzt kommt es langsam. Ich arbeite hier ganz langsam und fange jetzt hier auch schon an zu quirlen, damit ich hier eine Bewegung habe. So. Und ich gebe das nur peu à peu rein. Wenn aber, wie gesagt, ich muss mich jetzt konzentrieren, kleine Klümpchen entstehen, könnt ihr die nachher noch rausarbeiten, ja? Die Mengenangaben schreibe ich euch natürlich in die Infobox. Das Niedermolekulare, wie gesagt, hat die Möglichkeit, tiefer in die Haut einzudringen. Das heißt also, es hat auch einen längeren, einen langfristigen Pflegeeffekt. Und das Hochmolekulare, das bleibt auf der Hautoberfläche und hat aber einen Sofort-Wohlfühleffekt. Beides in Kombination ist ganz gut. Hier habe ich ein kleines Klümpchen drin, das mache ich aber nachher platt. Das ist ja nur so, dass das wie im Prinzip ein Mehlklumpen die Feuchtigkeit gebunden hat. Alles andere hat sich gut verquirlt. Ich mache mal weiter. Konzentration. So, wir haben unsere Menge hier drin. Und dann quirlt ihr einfach ein bisschen. So, ihr Lieben, also ich habe jetzt noch 4-5 Minuten einfach gerührt. Seht es ja, es wird dann auch ganz glasig und ganz klar und hat sich gut verteilt. Und jetzt möchte ich euch so ein bisschen die Konsistenz zeigen, die völlig reicht. Toll, also ich merke es jetzt schon mit dem Quirl, dass es gelartig geworden ist, aber es ist jetzt kein festes Gel. So, schau mal, ich tue das jetzt mal hier auf meine Hand. Toll. Oh, das ist eine Wohltat für die Haut. Das ist Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Also, ihr habt dort ganz viele Inhaltsstoffe drin, die eurer Haut helfen zu heilen, zu beruhigen. Sie wird feiner vom Hautbild, sie wird feuchtigkeitsdurchflutet, also sowohl von oben, also an der direkten Oberfläche,
Ihr merkt es sofort. Und nach ein paar Tagen Anwendung werdet ihr auch einen tieferen Effekt haben. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das alle euch Rötungen, Juckreiz und Pickeln geplagten wahnsinnig gut hilft. Also wenn man sich das anguckt, ich trage es mir auch gleich nochmal komplett auf, dass ihr seht, so, so angenehm. Ich kann euch das nur empfehlen, also gerade für alle, die keine konventionelle Kosmetik benutzen wollen, die nicht mehr auf diese ganzen vielen, vielen Inhaltsstoffe zurückgreifen möchten, weil ich glaube, dadurch wird unsere Haut ja auch so irritiert, weil überall immer viel zu viel drin ist. Ach, es zieht völlig ein. Diese Mischung zwischen der Myrte und dem Hamamelis mit dieser Frische vom Hyaluron. Also, wenn ihr drin baden wollt, dann müsst ihr euch natürlich gleich mehr machen als diese Menge. Aber mit dieser Menge kommt ihr auf jeden Fall morgens und abends und gerne auch mal auf den Hals, aufs Dekolleté, alles, was bei euch sehr beansprucht ist, kommt ihr bestimmt 1 bis 1,5 Wochen hin. Gönnt euch mal was Schönes. Zur Aufbewahrung ist es am allerbesten, wenn ihr das in so kleine Flaschen tut. Hier habe ich jetzt noch einen Rest von meinem letzten drin. Leute, probiert es unbedingt aus. Gönnt euch was, wie gesagt, schaut, so toll sieht es aus. Und es ist also wirklich eine Wohltat. Man möchte wirklich gar nicht mehr aufhören. So, das war's. Ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Entschuldigung, ich war jetzt schon wieder in meinem Element. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ganz doll, dass euch dieser Tipp hilft. Und bitte denkt ein bisschen drüber nach, wenn eure Haut strapaziert ist, strapaziert sie nicht noch mehr durch konventionelle Kosmetik, durch Alkohol, durch all diese Sachen, die ihr da drauf pumpt. Gönnt ihr ein bisschen was, Frische, Feuchtigkeit. Durchatmen für eure Haut, es wird euch auch gut tun, denn ich weiß das, ich hatte früher auch Hautunreinheiten und Pickel und man ist dann einfach nicht so selbstbewusst, man ist einfach nicht so zufrieden und so glücklich und deshalb ist es wirklich ein wichtiges Thema, das man nicht so leicht abtun darf. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, schreibt mir in die Kommentare, probiert es aus, schreibt mir, wie sich euer Hautbild verändert habt. Ich bin darüber dann ganz glücklich und freue mich darüber sehr. Alles Liebe bis dahin, eure Andrea von Olala und Solala. Tschüss. Übrigens, Olala und Solala gibt es auch auf Instagram und auf Facebook. Schönheitspflege von innen und von außen. Schaut doch mal in dieses und auch in dieses Video.